So, hallo Leute. Herzlich willkommen zu meinem spontanen Video. Heute machen wir ein Walten-Video. Und zwar habe ich wieder mal bei Wish bestellt. Einmal ein Pfeil und Bogen und einmal dazu spezielle Jagdpfeile und spezielle Pfeilspitzen. So, das Paket habe ich vor ungefähr 2 Wochen bestellt. Es kam recht früh an. Das sind die Pfeile. Habe ich gestern schon ganz kurz reingespickelt. Die können wir uns nachher genauer anschauen. Weiter auf habe ich es noch gar nicht gemacht. Und das kam auch gestern an, noch gar nicht aufgemacht, ungeöffnet. Das müsste der Bogen sein, theoretisch. Hier sieht man aber auch wieder, was ich bei Wish nicht so gut finde. Immer beschädigte Verpackung. Bei fast jedem der Bestellungen, entweder habe ich nur Pech oder ist es halt wirklich so, dass man schlecht mit den Produkten umgeht. Klar, sie haben einen langen Weg hinter sich, keine Frage. Aber trotzdem wünscht man sich als Kunde gute verpackte Ware. So, dann machen wir das Ganze mal auf hier. Das müsste der Bogen sein. Oh, das sieht gar nicht mal so gut aus. Also ich meine, verpackungsmäßig. Sehen Sie hier. Ich habe nichts gemacht und so habe ich es bekommen. Also wenn das schlecht ist, schicke ich es gerade wieder zurück. Schauen wir mal. Okay. Also ich kenne mich persönlich nicht so gut mit Bögen aus. Ich habe noch gar keinen Bogen zu Hause, ist mein erster Bogen, deswegen nimmt es mir nicht übel wegen den Fachbegriffen. Hier, oh, es gewittert schon, demnächst wird es regnen, deswegen gebe ich Gas. Hier sind die beiden äußeren Teile, sage ich mal, vom Bogen. Ja, den kann man in 3 Stücke zerlegen. Hier müsste die Sehne drin sein. So ein Visierartig und ein bisschen Werkzeug zum Zusammenbauen. Und hier ist das Mittelstück vom Bogen. Sieht recht hochwertig aus, qualitativ. Sieht eigentlich schon ein bisschen gebraucht aus, leicht, aber sieht okay aus, also schon hochwertig. Ja. Aber ich glaube, das ist ein falscher Bogen. Ich bräuchte eigentlich andersrum. Theoretisch. Ich hoffe, das kann man auch wechseln. Sieht aber nicht so aus. Also normalerweise bin ich ja, ich schieße mit der rechten Hand. Das heißt, ich muss ja die linke Hand nach vorne halten. Und dann muss der Pfeil auch auf der linken Seite sein. Ich muss nochmal nachschauen, wie es genau war. Sie kennen sie wahrscheinlich besser aus mit den Bögen. Auf jeden Fall qualitativ sieht es sonst einigermaßen gut aus, würde ich sagen. Aber ich habe auch genug gezahlt. Für alles in allem um die 100 Euro. Aber ich muss auch dazu sagen, 20 Euro Versand. Das ist sehr teuer. Deswegen habe ich lange überlegt, ob ich es machen soll. Und dachte, okay, ja, das heißt nichts zu verlieren. Man versucht es halt einfach mal und schaut, wie es wird. So, vielleicht könnt ihr im Hintergrund schon hören, das Gewitter kommt immer näher. Ja, und deswegen muss ich sagen, ich muss Gas geben. Hier sehen Sie die Sehne. Das ist irgendwie sehr speziell. Also vorne ist sie eng zusammengebunden an den beiden Endstücken. Und hier in der Mitte, da wo der Pfeil normalerweise sein sollte, da ist auch zusammengebunden. Aber sonst ist es immer offen. Also so, ich kenne mich nicht aus mit Sehnen. Könnt ihr mal sagen, ob das normal ist oder nicht? Ich habe sowas auf jeden Fall noch nie gesehen. Ich war bis jetzt einmal Bogenschießen mit einem Kollegen. Ich würde den einmal so spannen. Ich traue mich gar nicht wirklich. So. Also fühlt sich auf jeden Fall schon qualitativ hochwertig an und war auch sehr schwer zu spannen. Mittlerweile habe ich gesehen, damit es richtig komisch. Also ich bin vom Schießen her Rechtshänder, also linke Hand vorne und rechte Hand zielt. Dann muss von dieser Perspektive aus gesehen der Pfeil von der linken Seite reinkommen, reingelegt werden. Das passt soweit. Hier habe ich noch irgendein Visier oder was. Muss ich nochmal genau gucken, wenn ich Zeit habe, für was ich das brauchen werde. Aber ich will jetzt mal einen Probeschuss machen, weil ich bin mal gespannt, wie sich das so anfühlt. Ich würde sagen, wir machen hier. Ich gehe jetzt mal auf diesen Karton drauf. Ja, den Karton können Sie sehen. Gut. So, dann hole ich mal einer dieser Pfeile raus. Die sehen so aus, die Pfeile.
die waren eben separat bestellt. Und da müssen jetzt auch irgendwo die Spitzen dafür sein. Ich hole mal alles raus hier. Ich glaube, es waren 22 Teile, soweit ich weiß. Irgendwie sowas. Also das reicht für den Anfang, dachte ich mal. So, oh, brutal, brutal, brutal. So, ganz unten sind Spitzen drin gewesen. Hier zeige ich Ihnen gerade mal die ganzen Pfeile. Das sind genug. Und die Spitzen dieser Pfeile sind auch dabei. Das sind spezielle Spitzen. Die waren irgendwie so hier drin, aber auch offen, lose. Sehr gefährlich, deswegen habe ich gerade in der Hand und muss aufpassen. Das sind spezielle Jagdspitzen, habe ich zubestellt. Die können Sie hier sehen. Sehr brutale Dinger. Davon waren jetzt 2, 4, 6 Stück dabei. Die packe ich am besten wieder hier ein, da wo die rausgefallen sind gerade. Also ich bin auch Angler und als Angler kennt man sich hier aus, dass man aufpassen muss mit dem Haken zum Beispiel, aber die Dinger, 3 scharfe Messer auf einer Klinge, auf einem Pfeil, auf einer Pfeilspitze, krank, wirklich krank. Also mit den Dingern will ich nicht wissen, wie es endet, wenn da Menschen auf andere Menschen schießen würden damit. Also ein sehr gefährliches Instrument, würde ich sagen, der Bogen. Und deswegen muss man Respekt vor der ganzen Sache haben und nicht als Spielzeug betrachten, weil das ist kein Spielzeug mehr. Hier schraube ich jetzt die Spitzen drauf. Das passt auch alles. Ich musste die Gewindegröße auch bestellen. Das sind jetzt die normalen Spitzen. Die sehen Sie hier. Ja, und jetzt mache ich gerade mal einen Probeschuss, wie sich das so anfühlt mit diesem Bogen, den ich gerade schnell zusammengebaut habe. So, lege ich hier den Pfeil rein. Ich hoffe, Sie sehen es. Dann hebe ich ihn hier fest. War mal recht weit. What the fuck? Also, vom Zielen her ging es auch schon einigermaßen gut. Ich kann mal gerade mal gucken, wie tief der drin steckt. Ich habe jetzt, würde ich sagen, mittelfest geschossen. Ja, natürlich geht er durch den Karton durch, das war mir schon klar. Aber hier im Baum kann ich meine Finger davor heben. Warte, hoffentlich sehen Sie es hier. Steckt der Pfeil drin. Der Pfeil ist schon recht lang, so 80 cm glaube ich. Ja, auf jeden Fall die ganze Spitze versenkt. Im Baum mit einem mittelfesten Schuss aus naher Distanz. Und jeder, wo sich ein bisschen mit Bogen und Bögen verschiedenen Arten auskennt, der weiß, dass die Bögen was ihre Durchschlagskraft auf der Länge, auf der längeren Entfernung entwickeln. Die Geschwindigkeit, also bis sie in Fahrt kommen sozusagen. So, ich würde sagen, das war's. Hier der Bogen, hier die Pfeile, das alles zusammen für ungefähr 100 Euro. Ich mache die Videos hier zum Gucken, ob wirklich auch teure Gegenstände von Wish Qualität haben. Weil wir wissen ja bereits, dass viele Mängel gibt bei günstigen Geräten und Gerätschaften von Wish. Das ist aber normal. Aber ob jetzt die wirklich teuren Produkte auch Qualität haben. Und ich muss ehrlich dazu sagen, ja, die haben schon, je nachdem was man bestellt, Qualität. Allein hier, die Oberfläche, man sieht es vielleicht hier, ist gesandstrahlt und sieht schon recht professionell aus und liegt gut in der Hand. Also es ist alles aus Metall hier, dieser Schaft. Und auch die hier sind aus Metall. Die beiden Arme des Bogens. Also ich bin ganz zufrieden mit diesem Bogen. Fürs Erste. Und werde vielleicht noch weitere Videos dazu machen. Je nachdem, was ihr wollt.